die Freude am Leiden und daran, sich Jesus zum Opfer zu geben. Das sind die Parallelen, die großen zwei Ähnlichkeiten zwischen der heiligen Therese und dem heiligen Pater Pio. Und heute werden wir das etwas näher betrachten. Die heilige Therese hatte ihren Feiertag schon am 3. Oktober, aber dennoch ist das so schön, dass ich das mit Ihnen durchgehen möchte. Einen wunderschönen Text habe ich dazu gefunden. Und dieser Text wird uns zeigen, dass die ganze Sache gar nicht so schwer ist. Sie wissen, die heilige Therese hat uns den kleinen Weg hinterlassen, den kleinen Weg zum Heiligwerden. Und der deckt sich sehr mit dem, was Pater Pio uns lehrt. Und das möchten wir Ihnen heute nicht vorenthalten. Hier ist der Kanal Pater Pio. Mein Name ist Paul Oldenburg und hier erfahren Sie natürlich alles über diesen großen Heiligen und wie er Ihr Leben heute noch verändern kann. Das Leben der heiligen Therese, die hat von 1873 bis 1897 gelebt und von Pater Pio 1887 bis 1968, ist eine Liebesgeschichte zwischen Gott und der Seele, zwischen dem Vater und dem Sohn, in der sich der Herr durch seine Barmherzigkeit, seine Zärtlichkeit, sein Mitgefühl und seine unendliche Liebe offenbart. Die beiden Heiligen kannten sich nicht persönlich. Pater Pio war erst 10 Jahre alt, als die heilige Therese starb mit 24 Jahren. Doch Pater Agostino von San Marco in Lamis, Pater Pios geistlicher Begleiter, den Sie schon kennen aus früheren Videos, der auch Theologieprofessor war, führt ihn, den Pater Pio, zur Verehrung der heiligen Therese und empfiehlt ihm das Studium der Geschichte einer Seele. Das ist das, was die heilige Therese selber aufgeschrieben hat und was ich auch jedem ans Herz lege zu lesen. Die Geschichte einer Seele, wie sie sich entwickelt und wie sie in die, im Grunde genommen hinterlässt sie damit eine ganze Lehre und nicht umsonst ist sie zur Doktorin der Kirche ernannt worden, zur 33. Ich glaube, sie ist damit die letzte Ernannte. Und jetzt sagen wir noch, dass Frauen in der Kirche in irgendeiner Weise diskriminiert werden. Sie ist immerhin diejenige oder eine derjenigen, die uns die Kirche und den Glauben erklärt. Pater Pio begeisterte sich für die Spiritualität der damals gerade verstorbenen Karmelitin und übernahm ihre mystische und spirituelle Sprache in seinen ganzen Briefen. Und das werden wir gleich sehen, scheint das durch. Denn die beiden Heiligen erlebten ähnliche mystische Phänomene wie die Wunder der Liebe, die Hingabe an die göttliche Liebe und die Nacht des Geistes, also diese Trockenheit, diese Dunkelheit der Seele, in der nichts gespürt wird, keine Verbindung da ist zu Gott, in der es besonders hart ist, den Glauben zu bewahren und alles mit dem Kopf zu steuern. Die Teilnahme von Pater Pio an der Selig- und Heiligsprechung der heiligen Therese vom Kinde Jesu durch Bilokation ist, wie Sie wissen, eine bekannte Tatsache. Da zeigt sich die enge Verbindung. Bei keinem anderen Ereignis, großem Ereignis, ist Pater Pio im Vatikan gewesen, obwohl er gar nicht da war. Don Tomas Comacho, Erzbischof von Salto, erklärte, er habe den Kapuziner am 29. April 1923 im Petersdom tatsächlich gesehen. Jedes Mal, wenn er sich ihm näherte, um ihn zu begrüßen, verschwand dieser. Erzbischof Comacho war derjenige, der daher darum bat, dass Pater Pio ihm in seiner Todesstunde beistünde. Und tatsächlich ist Pater Pio nach Uruguay gekommen und war neben ihm, war bei ihm in der Stunde seines Todes. 2 Jahre später, 1925, am 17. Mai, dem Tag der Heiligsprechung der heiligen Therese, war es Don Orione, der heilige Louis Orione, Luis, der die Gegenwart von Pater Pio erlebte. Wieder natürlich durch Bilokation, denn er war im Kloster in San Giovanni. Don Orione erzählte ebenfalls, dass Pater Pio jedes Mal verschwand, wenn er versuchte, sich ihm zu nähern. Also, er wollte dabei sein in diesem wichtigen Moment, dass diese große Heilige anerkannt wird als Heilige. Diese beiden Bilokationen, die während zweier wichtiger kirchlicher Ereignisse stattfanden, an denen die heilige Therese beteiligt war, zeigen die Verehrung des stigmatisierten Kapuziner. Für die Patronin der Missionen. Das ist die Patronin der Mission. Sie wollte ja alles auf einmal. Sie wollte Kreuzritter sein, sie wollte Missionarin sein, sie wollte alles auf einmal sein und war dennoch gebunden an ihr Bett, denn dort verbrachte sie krank die letzte Zeit ihres Lebens. Und sie wurde ja nur 24. Und da sie
die Patronin der Missionen ist und Pater Pio auch nichts anderes vorhatte, als zu missionieren, denn das ist das, was wir auch heute machen müssen. Und damals war noch sehr viel mehr Katholizismus vorhanden, aber heute ist es immer weiter zurückgegangen. Deswegen verehren wir ihn so, weil er uns hilft zu missionieren. Ich sehe das Schöne dabei, dass wir uns hinter ihm verstecken können. Er wirkt. Wir müssen nur über ihn reden, wir müssen ihn nur zeigen. Und das ist der ganze Sinn unseres Apostolates, wie Sie wissen. In einem Brief an seine geistliche Tochter Raffaelina Cerase, die Therese ebenfalls sehr verehrte, sagte Pater Pio auf Anraten von Pater Augustino Folgendes über die Karmelitin: Hier, meine Tochter, ist das Beispiel einer Seele, die völlig losgelöst von sich selbst und voll von Gott ist. Das ist genau das, was ihr anstreben müsst, auch ihr mit Gottes Hilfe. Das müssen auch wir anstreben. Wir müssen uns von uns selbst lösen und immer mehr in die Hände Gottes geben, in die Hände der Mutter Gottes geben, in die Hände von Pater Pio geben, damit wir Gottes Willen tun und nicht das, was wir wollen. Schauen wir uns nun die Spiritualität an, die das Leben dieser beiden Heiligen gekennzeichnet hat und eint. Die Spiritualität lässt sich wie folgt zusammenfassen: Der kleine Weg und die Demut, die Liebe zur Eucharistie, die Hingabe an die Liebe Gottes, der Wahnsinn des Kreuzes, so wie sie das nennt, und die Erfahrung der Barmherzigkeit. Aber Schritt für Schritt. Der kleine Weg. Obwohl auf unterschiedliche Weise haben diese beiden Heiligen den kleinen Weg gewählt und gelebt, um dem Herrn zu begegnen. Ein Weg, der aus kleinen täglichen Gebeten besteht, voller Liebe und Dankbarkeit, der Aufopferung der eigenen Leiden, der Missverständnisse, der Demütigung, der völligen Entäußerung seiner selbst als Nachahmung der Selbstentäußerung Gottes. Also Gott in der zweiten Person, der Sohn, der die Inkarnation zur Sühne der Sünden der Menschen annimmt. Also die völlige Nachahmung Jesu in den kleinen Dingen. Und das war, was Pater Pio worüber sich immer beschwert hatte, gesagt, die Leute kommen zu mir, um große Wunder zu erbitten, aber sie bitten nie darum, die kleinen Dinge, die jeden Tag auf sie einprasseln, zu ertragen, mit Demut zu ertragen, die Demütigungen zu ertragen und in Hingabe in den Willen Gottes zu ertragen. Denn alles, was uns passiert, geschieht, weil Gott es möchte. Und er möchte, dass wir alles das annehmen, was er uns über den Weg schickt. Und das sind die kleinen Dinge. Wir sollen nicht großartige Vorstellungen davon haben. Wir werden einen Kindergarten gründen oder eine Schule oder wir werden ein großes Werk in Afrika vollbringen. Nein, wir fangen ganz klein an bei uns. Denn diese großen Dinge werden wir nicht schaffen, wenn wir ganz klein anfangen. Und das ist der Weg, den wir gehen, langsam, aufwärts. Unser kleines Kreuz immer fest umgriffen in die Richtung Heiligkeit. Wenn man ihr Leben und ihre Schriften liest, hat man den Eindruck, also wir sprechen von der heiligen Therese, dass sie beide immer ein verborgenes Leben führen und als kleines Nichts wahrgenommen werden wollten. Und das war keine falsche Bescheidenheit, denn sie wollten das wirklich so. Die beiden werden wirklich Kinder, um Jesus nachzufolgen und die Liebe in den kleinen Dingen zu suchen. Pater Pio sagte von sich selbst: Ich bin ein armer Mönch, der betet. Aber er hat es tatsächlich so gemeint. Und er hat sich auch so gefühlt. Die Wahl der Demut und des kleinen Weges bei den beiden Heiligen entspringt der Meditation über das Geheimnis der Menschwerdung. In ihrer Autobiografie, also der Geschichte einer Seele, bietet sich die heilige Therese dem Jesuskind an, sein kleines Spielzeug zu sein. Nicht wie jene wertvollen Spielsachen, die Kinder nur betrachten und nicht zu berühren wagen, wie ein Modellauto oder so, nein, damit darf man nicht spielen, sondern wie ein wertloser Ball, den das Kind auf den Boden werfen, treten, durchbohren, in einer Ecke liegen lassen oder an die Brust drücken kann, wenn es ihm gefällt. Also wieder mal völlig in den Willen Gottes ergeben. Im Jahr 1912 hatte Pater Pio bereits die Geschichte einer Seele gelesen und kannte die geistige und mystische Erfahrung der heiligen Therese. Am 18. Januar 1913 schreibt er einen Brief an Pater Augustino, in dem er auch über die Angriffe des Teufels spricht. Das ist ein sehr ausdrucksvoller Brief. Er
im Detail beschreibt, wie der Teufel ihn angreift und ihn durch die Gegend wirft, eben wie einen Ball, den man in die Ecke wirft und zu Boden schmeißt und auf ihn einprügelt. Aber er sagt dann: Ich bin das Spielzeug des Jesuskindes, wie es selbst oft zu mir sagt. Aber das Schlimmste ist, dass Jesus sich ein Spielzeug ohne jeden Wert ausgesucht hat. Mir tut nur leid, dass es sich mit diesem von ihm gewählten Spielzeug seine göttlichen Händchen beschmutzt. Also man sieht wieder seine Demut. Etwas sagt mir, dass es mich eines Tages in den Graben werfen wird, wenn es nicht mehr mit mir spielen will. Und ich werde froh darüber sein, denn ich verdiene nichts anderes. Also hier die Parallele zur heiligen Therese. Die Gedanken von Pater Pio ähneln in Inhalt und Form denen der jungen Karmelitin, da er die gleiche geistliche Erfahrung gemacht hat. Nun die Liebe zur Eucharistie. Wo nahmen die Karmelitin und der Kapuziner Zuflucht, um Kraft und Mut zu schöpfen, um zu leben und verborgen mit Christus in Gott zu sein? Immer und nur vor dem Tabernakel, in der Eucharistie, dem Sakrament des täglichen Lebens. Es war die Quelle ihres Lebens von beiden. Die kleine Therese, die stets begierig war, den Leib des Herrn zu empfangen, schrieb: Er kommt jeden Tag vom Himmel herunter, nicht um im goldenen Ziborium zu bleiben, also das Ziborium ist der goldene Kelch, der große, in dem die Eucharistie im Tabernakel aufbewahrt wird, sondern um einen anderen Himmel zu finden, den Himmel unserer Seele. Dieser Himmel ist unendlich viel wertvoller als der erste, weil er nach seinem Bild geschaffen ist. Er ist ein lebendiger Tempel der anbetungswürdigen Dreifaltigkeit. So sehen wir wahrscheinlich nicht unsere Seele. Wertvoller als der Himmel, den er geschaffen hat, ja, weil er eben nach seinem Bild geschaffen wurde. Sie, die Seele. Ohne die Eucharistie, ohne den Altar und den Beichtstuhl können wir das Geheimnis von Pater Pio nicht verstehen, der in der Heiligen Messe die Passion Christi wiedererlebte und sich als Opfer für die Sünder aufopferte. In den ganzen Geschichten über die Heilige Messe, wie er die Heilige Messe feiert und wie er selber darüber redet, wissen wir, dass er bei jeder Messe die Passion durchlebte selber. Nicht nur sah, sondern er durchlebte sie selbst auf mystische Weise. Und bis zu dem Punkt, dass er sogar bei der Kommunion starb. Er sagte, jedes Mal, wenn er kommunizierte, starb er auf mystische Weise und wurde neu geboren in Christus. Und so schrieb er am 29. März 1911 an Pater Benedetto: Was mich aber am meisten quält, mein Vater, ist der Gedanke an Jesus im heiligen Altarsakrament. Das Herz fühlt sich wie von einer höheren Macht angezogen, ehe es sich am Morgen mit ihm im Sakrament vereint. Ich habe einen solchen Hunger und Durst, bevor ich ihn empfange, dass nicht viel daran fehlt, dass ich vor Kummer sterbe. Und eben deshalb, weil es mir unmöglich ist, mich nicht mit ihm zu vereinigen, bin ich gezwungen, auch wenn ich Fieber habe, hinzugehen, um mich von seinem Fleisch zu nähren. Er nimmt Bezug auf seine ständige Krankheit in dem Moment, als er diesen Brief schreibt. Doch statt dass dieser Hunger und Durst gestillt wird, nachdem ich ihn im Sakrament empfangen habe, wächst er immer weiter an. Wenn ich dann im Besitz dieses höchsten Gutes bin, ist mein Glück vollkommen und es fehlt nicht viel, dass ich zu Jesus sage: Genug, ich kann es wirklich fast nicht mehr aushalten. Ich vergesse beinahe, auf der Welt zu sein. Herz und Verstand haben keine Wünsche mehr und manchmal fehlt in mir für lange Zeit selbst der Wille, etwas anderes zu wünschen. Die Hingabe an die Liebe Gottes. In den Prüfungen und Leiden in der dunklen Nacht des Geistes wird Pater Pio von seinem geistlichen Begleiter dazu gedrängt, Therese in ihrer Fähigkeit nachzuahmen, sich selbst aufzugeben, der Liebe Gottes blind anzuvertrauen und alles in der Logik der Liebe zu leben. Pater Agostino ermutigt Pater Pio zum Vertrauen und lädt ihn ein, über einen Satz nachzudenken, den die heilige Teresa vom heiligen Johannes vom Kreuz entlehnt hat. Zitat: Am Ende unseres Lebens werden wir nach der Liebe gerichtet. Und das ist auch für uns, wird auch für uns sein. Wir werden am Ende unseres Lebens gefragt werden: Was habt ihr gemacht? Und
Wie Sie wissen, aus einer früheren Geschichte, Pater Pio sagte immer, das Wichtigste ist die Nächstenliebe. Der größte Akt der Nächstenliebe ist das Gebet. Das Gebet für den Nächsten, das Opfer für den Nächsten ist der größte Akt der Nächstenliebe. Und wir werden gefragt werden am Ende unseres Lebens, was habt ihr gemacht, dass das rausstrahlt von Pater Pio, was den Menschen bekehren kann? Was habt ihr getan, als Pater Pio euren Weg kreuzte, als die heilige Therese euren Weg kreuzte? Was habt ihr getan, damit das, was er darstellt und das, was er kann, sein Charisma, nämlich Menschen zu bekehren, bekannt wird? Und da werden wir gefragt werden. Und wenn wir die Möglichkeit haben, jeder hat eine kleine oder eine größere Möglichkeit, irgendetwas dazu beizutragen. Und eine Sache zum Beispiel ist die Verteilung unserer Bilder. Wenn Sie die Bilder noch nicht bestellt haben, schauen Sie hier unten in der Beschreibung des Videos, können Sie die Bilder bestellen von Pater Pio, die wirken auf die Menschen. Warum, weiß ich selber nicht, aber es ist so. Und viele Geschichten, die uns erreichen, bezeugen genau das, dass eine Ausstellung des Bildes von Pater Pio schon wirkt auf den Menschen, der das betrachtet. Die Seele wird berührt. Und das Gleiche passiert mit den Videos. Ich habe etliche E-Mails bekommen, die sagen, ich habe ein Video angeschaut, ich habe ein zweites Video angeschaut. Und nach dem dritten Video plötzlich fing es an zu rumoren und die Dinge kamen an die Oberfläche. Und ein paar Tage später war dieser Mensch bei der Beichte und betet nun den Rosenkranz. Das ist alles dank der Arbeit, die insbesondere die Pater Pio-Schützlinge möglich machen. Wir werden gefragt werden und schauen Sie, für einige Menschen sind 7 Euro sehr viel. Für andere sind 50 Euro sehr wenig. Das ist ganz klar. Schauen Sie, was für Sie zutrifft. Was zählt, ist diese Liebe. Diese Liebe, die wir haben sollen für unseren Nächsten. Und der Nächste ist manchmal ganz kurz um die Ecke, der weit weg ist von Jesus, der weit weg ist vom Glauben und der droht abzustürzen. Pater Pio kann das ändern und Sie können mir helfen, diese Botschaft hinauszubringen und damit wahrscheinlich viele Seelen retten. Nicht wir tun das, das macht der Himmel. Aber wir sind Instrumente, um diese Dinge publik zu machen. Und genau wie die heilige Therese sagte, ich werde nach meinem Tod es Rosen regnen lassen. Rosen sind die Gnaden. So hat Pater Pio gesagt, ich werde nach meinem Tod noch viel mehr Lärm machen mit seiner typischen süditalienischen Art und Weise. Aber er braucht unsere Hilfe. Schauen Sie, ob Sie Pater Pio-Schützling werden können, um diesem Apostolat zu helfen, noch größer zu werden und noch schneller zu wachsen, denn es kommen schwierige Zeiten auf uns zu und die Menschen brauchen wieder Hoffnung. Sie haben die Hoffnung schon gefunden. Nun helfen Sie, dass wir diese Hoffnung weitergeben können. Und da schreibt der Pater Augustino eben, gerichtet an Pater Pio, Jesus wird dich für viele erhören, denn es werden nur jene verloren gehen, die bis zum letzten Augenblick widerstehen. Aber sie werden verloren gehen, wenn sie widerstehen. Aber wir können nicht wissen, wie es in Wirklichkeit um diese letzte Verstocktheit steht. Deshalb dürfen wir für keine verhärtete Seele die Hoffnung aufgeben. Und macht ihm Mut, dass eben er weiter opfert für genau diese. Und das müssen wir auch tun. Wir können unseren kleinen Teil dazu beitragen, aber wir können Pater Pio bitten, geh zu diesem hin und hilf ihm, dass er aus seiner Verstocktheit herauskommt. Wir haben viele wunderbare Ergebnisse schon gesehen durch die Arbeit, die wir zusammen hier machen. Und dann sagt er weiter, du musst dich unterdessen bemühen, deine Ängste zu beruhigen, indem du von der Quelle der göttlichen Liebe trinkst. Es geht hier um die göttliche Liebe. Du musst sie durch den Glauben und das Vertrauen, durch Demut und Unterwerfung unter den göttlichen Willen besänftigen. Die ehrwürdige Schwester Theresia vom Kinde Jesu sagte, ich bin eine kleine Seele. Ich will nicht wählen, ob zu sterben oder zu leben, sondern Jesus möge mit mir tun, was er will. Also die Liebe Gottes, Liebe Jesu zu uns ist groß, größer kann sie nicht sein und sie zeigt sich, indem wir uns einfach dieser Liebe hingeben. Und Pater Pio antwortete ihm am
17. Oktober 1915 wie folgt. Wie groß ist doch mein Unglück, o Vater? Wer kann es verstehen? Ich erkenne nur zu gut, dass ich mir selbst ein Rätsel bin. Ich kann mich selber nicht verstehen. Ihr sagt mir, dass die ehrwürdige Schwester Theresia vom Kinde Jesu zu sagen pflegte, ich will nicht wählen, ob zu sterben oder zu leben, sondern Jesus möge mit mir tun, was er will. In der Tat weiß ich ganz genau, dass dies das Bild aller Seelen ist, die sich von sich selbst entblößt haben und einzig von Gott erfüllt sind. Jedoch wie weit ist meine Seele noch von dieser Entblößung entfernt? Ich kann das Ungestüm meines Herzens nicht bezähmen. Dennoch bemühe ich mich, o Vater, mich dem anzugleichen, was die ehrwürdige Schwester Theresia gesagt hat und was auch über jede Seele, die in Liebe zu Gott entbrannt ist, gesagt werden sollte. Zu meiner Beschämung muss ich aber gestehen, dass ich nicht dazu imstande bin, wenn es darum geht, ein Gefangener in diesem Todesleib zu bleiben. Ein Zeichen, meine ich, dass keine Liebe zu Gott in mir ist. Denn wenn dem so wäre, da der Geist, der lebendig macht, ein einziger ist, dürfte auch die Folge nur eine einzige sein. Um es deutlicher zu sagen, wenn der, welcher in mir wirkt, derselbe wäre, der in Schwester Theresia gewirkt hat, dann müssten sich auch in mir die Worte dieser heiligen Seele bewahrheiten. Nun sagt mir, habe ich vielleicht nicht recht daran zu zweifeln? Weh mir, wer wird mich von dieser grausamen Herzensqual befreien? Also Pater Pio zweifelt noch daran, aber er zweifelt bis zum Ende daran. Aber das ist ein typisches Merkmal von ihm. Barmherzigkeit und Torheit des Kreuzes. Die Heilige von Lisieux und der Heilige von Pietrelcina sind in das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes eingetreten, jeder mit der Berufung und den Charismen, die sie empfangen haben, weil sie den Barmherzigen, den Gekreuzigten und Auferstandenen betrachtet haben und wie Maria am Fuße des Kreuzes geblieben sind, wo sie zu lieben gelernt haben. Maria ist unsere letzte Zuflucht und sie war Zeugin der Kreuzigung und sie ist da geblieben und sie ist ihrem Sohn nicht von der Seite gewichen und dort ist die Liebe zu finden. Die heilige Theresa sah im Kreuz die konkrete Möglichkeit, die Sünder zu lieben, die sie als zu rettende Kinder betrachtete. Das war nichts anderes, was auch Pater Pio wollte. Und für sie bot sie Jesus am Kreuz ihre gekreuzigte Liebe an. Sie schrieb sogar, die Heiligkeit besteht nicht darin, schöne Dinge zu sagen, zu denken oder zu fühlen, sondern darin, gut leiden zu wollen. Ihr ganzes Leben wird nach der Entdeckung des kleinen Weges von der Sonne der Barmherzigkeit Gottes erleuchtet. Die Liebe zur Barmherzigkeit in Therese lässt sich in einer ihrer Aussagen zusammenfassen. Die Besonderheit der Liebe muss verringert werden. Barmherzig zu sein bedeutet also, sich zu erniedrigen, sich zu demütigen, sich in der Nachfolge Christi auszugießen. Das Kreuz und die Barmherzigkeit sind unverzichtbare Merkmale im Leben von Pater Pio, der, anders als die heilige Therese, nicht nur die Liebe Gottes empfing, sondern auch seine Barmherzigkeit und Vergebung verteilte im Beichtstuhl und in der geistlichen Begleitung. Die heilige Therese war allein, aber sie hat diese ganzen Dinge aufgeschrieben und für uns als den kleinen Weg bereitgestellt. Natürlich, Pater Pio war ein Priester und er hatte die Vollmacht Gottes, Vergebung auszusprechen und eben auch die geistliche Begleitung zu haben über viele, viele Jahre. Er wurde ja über 80. Der stigmatisierte Heilige war sich dieser Mission des Verzeihenden bewusst, für die er vom Herrn auserwählt worden war. Und diese Mission war es, die ihn mit aller Härte gegen Satan vorgehen ließ. So schreibt Pater Pio an Benedetto am 3. Juni 1919. Ich habe keine freie Minute mehr. Meine ganze Zeit geht damit drauf, die Brüder aus den Schlingen Satans zu befreien. Die größte Liebe ist die, dem Teufel Seelen zu entreißen, die er schon für sich gewonnen glaubte, und sie für Christus zu gewinnen. Und genau das tue ich ununterbrochen bei Tag und bei Nacht. Das ist, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, Pater Pio, jetzt auch noch, so viele Jahre nach seinem Tod zu helfen, dass er genau das machen kann. Wie viele Menschen kennen wir, die in den Krallen des Teufels sind? Und wie Pater Benedetto oder Pater Augustino an anderer Stelle gesagt hatte, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben sollen. Wir glauben, sie verloren, aber sie sind nicht verloren, bis sie nicht tatsächlich sterben und
auch wirklich in die Hölle gehen wollen. Wir können alles machen bis zu diesem Moment und Pater Pio hilft uns dabei. Wir haben ja diese vielen Beispiele. Und deswegen helfen Sie mir, werden Sie Teil dieser großartigen Kampagne und Aktion und unterstützen Sie das, was wir machen, sodass wir noch mehr Bilder verteilen können und dass wir unsere Aktion noch sehr viel mehr ausbreiten können. Ich möchte eine Werbekampagne starten oder wieder starten auf YouTube, sodass wir noch mehr Menschen erreichen können, solange es noch geht. Und dafür bitte ich Sie, doch zu sehen, ob Sie nicht etwas machen können. Die Pater Pio-Schützlinge, die machen das schon möglich. Wir sind schon eine große Gruppe und dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Ihnen werden viele Gnaden zuteil werden, davon bin ich absolut überzeugt, denn Sie helfen Seelen retten. Und ich werde demnächst ein weiteres Video machen, wo ich ein paar Zeugnisse Ihnen präsentiere von Menschen, die sich bekehrt haben, dank dieser Videos. Das ist erstmal natürlich ein großes Opfer, was Sie bringen, mir die ganze Zeit zuzuhören, das weiß ich. Aber in irgendeiner Weise überdeckt die Gnade die Fehler und greift zu auf die Menschen. Und das ist das, was zählt. Und da müssen wir weitermachen, denn das ist unsere Pflicht. Und das Wichtigste ist der Himmel, das ewige Leben. Und wir wollen das ewige Leben nicht verbringen in der ewigen Verdammnis. Und das wünschen wir auch allen Menschen, die jetzt noch weit entfernt davon sind und die uns vielleicht jetzt belächeln und sagen, naja, was wollt ihr eigentlich? Aber das war auch schon in Pater Pius Zeiten so. Sie kamen lächelnd an und gingen schockiert und kamen bekehrt wieder und blieben dann Kinder von Pater Pio und haben sich gerettet. Das ist unser Auftrag. Helfen Sie mir dabei und das wollen wir gemeinsam schaffen. Noch einmal, Bilder gibt es hier. Schauen Sie unten unterhalb des Videos. Können Sie die Bilder bestellen und verbreiten Sie diese Videos, wie Sie können, auf allen Ihren Kanälen, damit wir bekannter werden, damit Pater Pio bekannter wird. Das ist das Wichtige dabei. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.